Warum ging das jetzt nicht? Ach so. Keine Ahnung, warum sie das gerade weit weg fährt. Okay. Sie müssen... Ja, ich muss aber jetzt erst eine Kiste aufmachen. Mist, wir sind schon drin. Oh, 3 von 4 Compound, ja. Lass mich mal das Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Im Verzeichnis steht, dass die Sowjets die wertvollsten Artefakte in diesem Safe gelagert haben. Machen wir ihn auf. Jetzt wer nicht dein... Schon dabei. Okay, der Rest von euch nichts anfassen. Ich möchte ja wissen, was sie sagen. Artefakte, die ihr findet. All das hier stammt aus der Linus? Ja, nach den letzten Meldungen wurden die Arbeiten eingestellt, als der Ort entdeckt wurde. In den Wirren unmittelbar danach muss es zum Aufstand gekommen sein. Das Zeug ist uralt. Die Schrift ist nicht russisch. Eine Ahnung, woher sie stammt? Eine Mischung aus griechisch und mongolisch, glaube ich. Vorsicht, nur die Scharniere. Okay, jetzt mache ich sie kaputt. Nicht so einfach. Ja, das, Nice. Auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall eine richtige Glanzaktion. V halten, heilen. Machen wir einfach mal. Da war auch noch ein dritten. Ne, die habe ich alle weggemacht. Okay, gut. Alles klar. Das war auf jeden Fall eine peinliche... Das muss ich wieder rausschneiden. Findet ihr das lustig? Nein, das wahrscheinlich nicht, wenn ich das rausschneiden würde. Alles so meine Fails. Und die kommen dann am Ende vom Let's Plays... Vom Let's Play gibt es dann eine Folge, wo nur die Fails drin sind. Und ihr denkt vorher so, krass so, die Eve ist der krasse Rocker. Und dann kommt nachher das Video, kriegen dann nur die Leute, die irgendwas Spezielles muss es dann sein. Es müssen irgendwie Twitch-Subscriber oder so sein. Die kriegen das Video dann zugeschickt oder einen Link zu einem privaten Video. Das könnte man echt mal machen, oder? Was haltet ihr davon, dass die Subscriber bei Twitch, dass die mal was kriegen, was die anderen nicht kriegen? Aber ihr dürft das natürlich... Ja, ihr dürft das dann schon rumschicken. Zu Freunden, die keine Subscriber sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich übersehe was. So, mal hier, da können wir wieder schön... Deswegen stehen die auch überall rum. Ganz unoffensichtlich. Jetzt warten wir einen kleinen Moment. Gaslecks, Gas in Feuer oder Sprengstoff entfachen. Aha, sehr gut. Was? Habe ich jetzt an die Wand geschossen? Irgendwie schon, oder? Ah, ne. Jetzt ging's. Wo sind jetzt die Gaslecks? Wo kann ich da hinballern? Check ich gerade nicht, wo das Gasleck ist. Oh, das war dumm. Oh, das war ja krass fies. Was? Nein. Aber ich hätte hier eine Bohnendose, die ich werfen könnte. Warum stehen die scheiß Bohnen hier? Leute, was willst du, warum machst du denn mit so Bohnendosen? Are you kidding me? Was kann ich hier machen? Irgendwas kann ich hier machen. Tanzen. Hands up, baby, hands up, baby, Ach Gott, schon wieder so ein Ding, ey. Es sind auf jeden Fall hier überall Arschefakte. Da laufe ich jetzt... Das würde mich mal interessieren, dass wenn ich da durchlaufe... Ah, nee, das will ich nicht. Ich möchte es nicht herausfinden. Weg damit. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht herausfinden, ob man dann... Das wäre natürlich realistisch. Wenn man dann plötzlich in Flammen steht, aber ich habe keinen Bock, das nochmal neu zu spielen. Ja, ne? Reaktion auf jeden Fall wie ein Panda-Bär. Ich aber auch. Deswegen passt es ja auch wieder. Ich könnte eine Dose eine Bose donen. Oh Mann! Schieß halt mal anständig, Lara! Eve!
hands up, baby, hands up. Hands up, baby, hands up. Ich bin völlig überdreht wieder hier. Wahnsinn. Muss echt aufpassen, dass man sich nicht selber in the air jagt. Habe ich hier, ist das die andere Munition irgendwie secondary? Kann ich irgendwie noch sekundäre Dings machen? Was geht denn hier im Kupferwerk? Tralalala. Und die auf jeder Ebene hier Munition. Oh, das ist ja wie Layers of Fear hier. Geht ab, auf jeden Fall. Da oben war doch auch einer. Oh nein, jetzt kommt der Endgegner. Ich habe Sichtbestätigung. Tötet sie alle! Ja, Sir. Auswärmen. Wir haben sie umstellt. Ja, komm, ne? Irgendwie, was kann ich jetzt machen? Ernsthaft? Nicht ernsthaft, oder? Der hat nicht jetzt den anderen umgebracht. Nicht ernsthaft? Ne, guck mal, hast du das? Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal im Video angucken. Wie gut einfach. Der hat den ausgeschaltet. Nein, schadenfroh ist... Wer das? Nein. So, Holz immer gut. Holz vor der Hütte und Holz in der Hütte. Hier ist... Okay, das ist eh keine Tür. Das muss ich schon machen. Schnell da hoch. Boah, ich... Ganz ehrlich, also wenn hier nicht die Sachen markiert wären, das wäre schon... Boah, die schaffen es aber auch, ganz ehrlich, hier so einen Stress reinzubringen, ne? Was auch gut ist. Prinzipiell. Ja, und jetzt? Boah, so ein Wagenleben. Hands up, baby, hands up. Zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind sie okay. Verlaufen die sich? Und er wird dann gestorben? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. Alles klar. Okay, jetzt kommen wir hoffentlich in die Tempelanlage mit warmem Wasser. Geilem Scheiß. Ich habe wieder nicht geguckt, gerade mit dem Feuer hat es schon ultra geruckelt. Aber... Oh mein Gott, es tut mir so leid. Aber hier guckt das ja nicht. Wegen des Games. Kamen und anfingen zu graben. Sondern wegen meines unverkennbaren Charmes. Genug, um sie neugierig und der Witze. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben. Und der Comedy und der Katz. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt sicher. Manchmal frage ich mich, fragt ihr euch, ob ich mir selber zuhöre? Zumindest war es das. Das tue ich natürlich nicht. Gut. Wird dann eher schlimm beim Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Macht es doch aus, das Licht. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Wir müssen an ihnen vorbeischleichen. Er ist aber auch so ein tüchtiges kleines Mäuschen. Oh, getrennt. Und wir müssen wieder rennen. Lauf, Lara. Lauf. Und man kann wieder nichts machen, außer geradeaus zu laufen. Und es sieht halt aus, als wäre man sehr behende. Wer läuft denn da vor uns? Was war das? Kann ich mich heilen? Nee. Ich hatte gerade irgendwie das Gefühl, ich bin verletzt, aber das war irgendwie so ein Mast. Müsste so sein. Alter, dann bist du doch zum Haarwindwehr-Maschinenhalter. Jetzt habe ich mir selber einen Ohrwurm gemacht. Ich held. Großartig. Jacob. Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Boah, das sieht geil aus.
Das ist nicht gut. Hallo, ich möchte ein Foto von dir machen, Lara Croft. Vielleicht kriegen wir den Aufzug in Gang. Ich mache euch alle fertig. Wie viele? Oh, ich kann das mal machen. Wir können nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Wir müssen den Lift reparieren. Ich weiß, lasst mich kurz mal was versuchen. Ich gucke jetzt erstmal, was er macht. Ich warte mal kurz ab. Könnte ja sein, dass er für mich das Problem auch löst. Der Aufzug steckt fest. Die Schiene sieht durchgerostet aus. Okay, schaut euch um. Sucht etwas, um ihn loszukriegen. Okay, das werden sie nie machen und da wird das Spiel jetzt die Sache aufhören. Ah, oh, nee, Mist, nein! Ach, den habe ich gar nicht getötet. Kann man das mal wieder ausmachen hier, dieses Kuh? Kann man das... Er lebt noch. Er lebt noch, der alte Holzmichel. Das ist auf jeden Fall der Endgegner. Deswegen gehe ich auch vor der Kiste in Deckung. Weil das muss man beim, das ist ganz klar, beim Endgegner muss man das auf jeden Fall, muss man sich sehr gimpig anstellen, damit da einen, damit er die Taktik nicht durchschaut. Sowas von offensichtlich. Hier ist so. Was? Was hat die gerade gemacht? Hat sie so gemacht? Das ist übrigens auch meine Hauptstrategie, auch im Leben. Den Gegner mit Unfähigkeit verwirren. So. Mehr nicht. Nuff said. Das ist einfach meine Strategie im Leben. Mich selber verwirre ich natürlich damit auch ganz gut, aber so geht nicht. Warum geht das jetzt? Nee. Ja, toll. Mhm. Mist. Und jetzt? Ja, ich sehe doch schon eine weiß markierte Stelle, an der ich nach oben kraxeln kann. Die da wäre hier. Hui. Nee. Doch, das muss gehen. Bewegen. Manche Objekte können bewegt werden. Alles klar. Was denn? Wo? Was bietet sich denn da an? Oh, da, die muss so Oberarme und... Oh, guck mal, da hinten glitzert was. Ich glaube, da ist ein Schatz versteckt. Was ist los? Mit C. Pass mal auf, hier kann man irgendwas... Krass, das ist ja, da kannst du echt noch 100 Stunden spielen oder sowas und findest immer noch irgendein Zeug, was irgendwo rumliegt. Alles klar, not bad. Hands up. Ach Mann. Könnte nützlich sein. Geil, nachdem ich endlich... Ich habe ja vorher, genau, ich habe mit meinem Eispickel ja immer die, die Leute lautlos ermordet. Seil abschneiden. Mhm. So, what happened now? Egal. Wir springen darüber. Das, was sie natürlich nicht geschafft haben, diese unbeweglichen Klöpse. Da schneiden wir jetzt auch nochmal was, machen wir ein bisschen Vandaletti und dann kommen wir nämlich wahrscheinlich in diesem Aufzug nach oben. Klettern, 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 klettern. Nee, wir müssen da drin. Wir müssen da drin klettern, das sehe ich schon. Ich sehe schon die weißen Markierungen. Hier können wir nicht hoch. Hier gehen wir runter. Und jetzt pass auf, ich habe nämlich, guck mal hier, schau, die Kante vom Fahrstuhl gesehen, die ist nämlich weiß. Das ist auch weiß. Und dann können wir, wo weiter? Weiß ich jetzt nicht genau. Wie kommen wir denn jetzt darüber? Nicht da lang? Da hoch? Nee, das wird doch nichts. Sie dreht sich nach links. Nee, da kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. I don't know. Kann ich irgendwas zielen? Kann ich irgendwas machen? Aber jetzt bin ich schon mal hier oben. Hier muss es doch irgendwo weitergehen, ne? Nein. In der Mitte mal hochspringen? Nein. Hier hochspringen? Nein. Und wenn ich zur Seite gehe? Ach so. Ah. Tschu. Siehst du, manchmal ist es so, ne? Und dann muss man sich ein bisschen konzentrieren. Das sieht wunderschön aus auch. Ah, nee, ich wollte da links rüber. So nämlich. Oh Gott, das ist so spannend. So ein wahren Leben, ich bin so dreimal schon in die Hose gekackt.
ihr auch, gibt's zu. Ich wäre halt schon sofort gestorben nach 5 Minuten. Oder erfroren. Spätestens. Oh, jetzt. Ich bitte um die frühestmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesh entdeckt zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Yeah, geil. Jetzt fängt die Musik an. So, aber bevor es jetzt weitergeht in diesen schummrigen, wackeligen Schacht des Grauens, werde ich hier wieder eine kleine Pause machen. Weil ihr wisst ja, Aufnahmezeit, bla 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 bla. Obi ist eine Stunde, pipapo. Larifari, ne? Lirum Larum. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine dranhänge oder ob ich noch ein bisschen Layers of Fear spiele, ob ich jetzt hier weitermache. Ich möchte schon gern wissen, wie es weitergeht. Ich möchte jetzt einfach ins Scheiß-Tempel. Mann, ich möchte jetzt endlich meine Tempelklamotten anziehen. Ja, also entweder sehen wir uns, nehme ich heute nochmal auf, oder wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Folge Tomb Raider Rise of the Tomb Raider wieder. Bis dann, macht's gut, ciao.